Fernseher von Philips sind ja mit ihrem Ambilight immer schön anzuschauen. Aber der neue Philips OLED 808 neben mir zählt auch ganz unabhängig davon zu den besten Fernsehern derzeit. Warum das so ist, das erklären wir jetzt im Video. Von dem Ambilight des Fernsehers kann man hier im hell ausgeleuchteten Videostudio leider im Moment relativ wenig sehen. Aber grundsätzlich ist es schon schön anzuschauen. Es leuchtet die Wand hinter dem Fernseher farbig aus mit LEDs, die in der Rückwand eingebaut sind, sodass der Fernseher gewissermaßen das Bild noch ein bisschen vergrößert rund um den Bildschirm hinaus und das Bild noch mal eindrucksvoller wirken lässt. Dazu sind in der Rückwand des Fernsehers insgesamt 46 farbige LEDs eingebaut. Es gibt viele Versuche, dieses Ambilight nachzubilden, auch für andere Fernsehgeräte. Manche davon gelingen beachtlich, aber so gut und so feingliedrig, wie das Ambilight das Fernsehbild nachbildet, ist es noch keinem Nachbau gelungen. Insofern immer noch wirklich ein sehenswertes Feature. Aber wie gesagt, der Philips OLED 808 kann noch deutlich mehr. Das liegt in erster Linie am Bildschirm. Der Name des Fernsehers deutet es an, es ist ein OLED-Bildschirm eingebaut. OLED bedeutet organische Leuchtdioden und das heißt, es gibt da Millionen winzig kleine LEDs auf dem Bildschirm, die das Bild erzeugen und gewissermaßen selbstleuchtende Pixel sind. Und damit lässt sich ein perfekt tiefes Schwarz darstellen, besser als mit jedem LCD-Gerät. Und dieses perfekte Schwarz führt technisch gesehen zu einem nahezu unendlich hohen Kontrast. Und bildlich gesprochen heißt es, Filme bekommen damit eine Tiefenwirkung, die mit LCD-Geräten und den ganzen Abwandlungen wie QLED, Mini-LED und was es alles gibt, einfach nicht zu erreichen ist. Insofern OLED-Technik wirklich gut. Das Einzige, was man der OLED-Technik nachsagt, ist eine etwas geringere Maximalhelligkeit. Und da hat die Technik auch deutliche Fortschritte erzielt. In dem neuen Philips OLED 808 ist ein sogenanntes OLED EX-Panel eingebaut. Das stammt von LG Display und erzeugt mit einer neu angemischten OLED-Substanz eine höhere Helligkeit, vor allem in Helligkeitsspitzen, aber auch in der gesamten Fläche. Die Vorteile der aktualisierten Bildschirmtechnik gibt es nicht nur auf dem Papier oder in Werbeprospekten, die konnten wir auch im Testlabor nachvollziehen. Da erreichte der Philips OLED 808 eine Maximalhelligkeit von 806 Candela pro Quadratmeter, nicht 808. Und ansonsten auch von der Farbwiedergabe her wirklich Top-Werte, sehr, sehr geringe Farbabweichungen und perfekte Helligkeitsabstufungen. Das Einzige, was man eben wissen muss, ist, wie man den Fernseher einstellt. Und da ist der Philips-Fernseher deutlich zugänglicher geworden als frühere Modelle, weil Philips die Menüs etwas aufgeräumt hat und abgespeckt hat, weniger Optionen bietet und mehr sinnvolle Optionen bietet. Was man da genau einstellen kann und muss oder sollte, um möglichst natürliches Bild zu erzielen, das beschreiben wir ausführlich im Online-Test. Damit der Fernseher bei sämtlichen Lichtverhältnissen eine möglichst optimale Bildqualität zeigt, also sowohl bei Tageslicht als auch wenn es richtig dunkel ist im Wohnzimmer, hat Philips einen Lichtsensor eingebaut. Das ist bei den allermeisten Fernsehern heutzutage Standard, aber es gibt große Unterschiede, wie dieser Lichtsensor das Bild regelt. Und das ist dem Philips-Fernseher wirklich sehr, sehr gut im Test gelungen. Der regelt nicht nur runter, sondern kann bei normalem Fernsehprogramm auch noch ein bisschen mehr Gas geben, dass ich eben bei heller Umgebung mehr als die üblichen 250, 280 Candela pro Quadratmeter bekomme. Das ist sehr nützlich und auch bei HDR regelt er in einem vernünftigen Bereich, dass das Bild im Dunkeln nicht blendet, aber auch nicht zu trüb wirkt. Und darüber hinaus kann man noch einstellen, dass der Fernseher auch die Farbtemperatur ganz dezent nachjustiert, weil eben das Umgebungslicht bei Tag deutlich kühler ist, als wenn ich gar kein Umgebungslicht habe oder wenn ich eine kleine Lampe meinetwegen im Wohnzimmer abends anhab. Und damit dann die Farben auf dem Bildschirm immer einen natürlichen Eindruck hinterlassen, regelt er eben ganz dezent den Weißabgleich nach. Das passiert so, dass das Bild auch nicht zu kühl wird oder zu dunkel, zu rötlich, zu warm, sondern so, dass ein immer natürlicher Bildeindruck erhalten bleibt. Wirklich sehr gut. Mit der Darstellung von Bewegungen haben OLED-Fernseher ohnehin keine Probleme. Die Schaltzeiten sind super kurz und der Philips OLED 808
arbeitet wie die allermeisten Modelle dieser Art mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Und er kann auch die 120 Bilder pro Sekunde über zwei HDMI-Eingänge entgegennehmen. Und variable Bildraten sind da ebenso möglich. Das heißt, für aktuelle Spielkonsolen ist der Fernseher gut ausgestattet. Während andere Hersteller bei ihren OLED-Fernsehern Wert auf möglichst flaches Design legen, fällt der Philips OLED 808 gar nicht mal so dünn aus. Und das hat einen Vorteil, dass eben einigermaßen vernünftige Lautsprecher reinpassen. Es gibt eben die üblichen Lautsprecher an der Bildschirmunterseite und zusätzlich noch einen vergleichsweise großen Tiefton an der Rückseite, flankiert von zwei zusätzlichen Tieftonmembranen. Damit klingt der Fernseher schon ziemlich rund und angenehm. Und darüber hinaus gibt es dann im Menü noch die Möglichkeit, den Klang an den Raum anzupassen. Das erfolgt über das Mikrofon, was in der Fernbedienung eingebaut ist und normalerweise für die Sprachsteuerung dient. Und darüber hört dann gewissermaßen der Fernseher, wie er selbst klingt, und justiert den Klang nach. Das hat ja bei dem Modell sehr gut geklappt. Insofern eine sehr empfehlenswerte Option. Für besseren Ton bietet der Philips OLED 808 eine interessante Option. Man kann einerseits wie üblich eine Soundbar anschließen, aber auch drahtlos per WLAN bessere Lautsprecher koppeln. Das klappt mit allen WLAN-Lautsprechern, die mit DTS Play-Fi kompatibel sind. Da gibt es zum Beispiel Modelle von Philips, aber auch von anderen Fabrikaten. Zum Anschluss eines Kopfhörers haben wir ebenfalls die Wahl. Das klappt einmal per Bluetooth wie bei den allermeisten Fernsehern, aber auch noch ganz klassisch per Kabel. Das sparen sich andere Hersteller oftmals, gerade bei Topmodellen. Ansonsten finden wir auf der Rückseite die üblichen vier HDMI-Anschlüsse. Zwei davon, wie gesagt, gemäß HDMI 2.1, geeignet für 4K mit bis zu 120 Hertz und eben auch für variable Bildraten. Außerdem gibt es dann noch zwei USB-Anschlüsse, die man zum Beispiel zur Medienwiedergabe nutzen kann, um jetzt eigene Fotos oder eigene Videos auf dem großen Bildschirm darzustellen. Was allerdings nicht klappt, ist Fernsehsendungen per USB aufzuzeichnen. Diese Option hat Philips bei seinen aktuellen Geräten gestrichen. Es kostet halt Geld und wird zunehmend weniger genutzt, weil eben die Streaming-Angebote so breit sind und weil es auch die Möglichkeit gibt, ältere Fernsehsendungen aus Mediatheken abzugreifen. Für die ganzen Streaming-Funktionen nutzt Philips das Android-Betriebssystem. Obendrauf kommt die vergleichsweise neue Google TV-Oberfläche, die das Android-Betriebssystem deutlich übersichtlicher macht. So gibt es personalisierte Empfehlungen zu Fernsehsendungen und zu Streaming-Angeboten und ansonsten eine große App-Auswahl. Man kann sich praktisch alles installieren, was es in der großen, weiten Streaming-Welt gibt. Und auch Lücken, die manche andere Android-Fernseher aufweisen, gibt es da nicht. Wir haben nachgeschaut, dass zum Beispiel auch die App von dem Sky-Ableger Wow verfügbar ist. Nvidia GeForce Now gibt es ebenfalls für Cloud-Gaming. Und auch kleinere Angebote wie zum Beispiel Nest Kino sind für den Philips-Fernseher verfügbar. Ja, das Einzige, was sich der Philips OLED 808 im Test wirklich ankreiden lassen musste, ist die fehlende USB-Aufnahmefunktion. Ansonsten ist die Ausstattung rund und komplett und bietet spannende Extras, wie zum Beispiel DTS Play-Fi. Die Tonqualität ist überdurchschnittlich gut. Da bewährt es sich, dass der Philips nicht so super dünn ist wie andere OLED-Fernseher. Die Bildqualität ist ohnehin top. Mit der aktuellen OLED-Technik ist der Philips richtig hell, sehr knackig und die Farben sind ab Werk sehr natürlich abgestimmt. Obendrauf kommt das Ambilight, was den Fernseher nochmal schön abrundet. Insofern einer der besten Fernseher, die man derzeit bekommen kann.